Das Problem ist, ich habe schon wieder nicht gesehen, wo er hingelaufen ist. Alter, mach. Mach auf. Alter. Puh. Moment. Das kenne ich doch. War das nicht das aus Requiem? Boah, Alter, mein Herz pumpt gerade immer noch ein bisschen. Doch, Tatsache, das war auch ein Teil aus Requiem. Boah, es ist echt so cool, wie die das verbaut haben miteinander. Okay. Hm. So, aber bevor wir uns hier weiter umschauen, würde ich sagen, speichern wir. Diese Dinger erinnern mich voll an das Strukturgel aus Soma. Alter, dieses Spiel ist so psycho. What the shit? Ist hier auf einmal Wasser? Fuck. Wilmer ist einer von ihnen. Wieso sollte er mich anlügen? Wieso half er mir? Vielleicht war er früher mal ein guter Mensch. Ich kann kaum noch stehen, aber im Moment bin ich relativ sicher. Jetzt, da ich weiß, dass es noch andere Überlebende in der Station gibt, hoffe ich, dass ich so schnell wie möglich diese Frau finde, bevor sie sich auch noch in ein Monster verwandelt. Aber Amabel wird sich nicht in ein Monster verwandeln, denn die war ja bis zum Ende... Was ist eigentlich mit Amabel passiert? Das hat sich bei Necrolog gar nicht geklärt. Ich hoffe einfach mal, dass sie überlebt hat. Vielleicht finden wir ja dazu auch noch Hinweise jetzt hier. Vielleicht irgendwelche Fluchtversuche von ihr. Vielleicht werden die hier genannt. Alter. Alter. Was ist das für ein Geräusch? Nee. Kannst du vergessen. Ich gehe doch nicht freiwillig rein. Kenn ich das? Ja. Tue ich. Erinnert ihr euch noch bei Necrolog, als hier unten der Wurm lang gegangen ist und jemand ums Leben gerannt ist?
Genau das ist die Stelle. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen. Da sind wir von da hinten gekommen. Boah, dieses Spiel ist so durchdacht, das ist der Hammer. Alles ist so logisch. Die ganzen Map und so. Interessiert mich aber doch noch, was da unten ist. Ich weiß, es wird vielleicht ein großer Fehler sein, nachzugucken, aber... Okay, abgeschlossen. Das heißt, wir finden einen Schlüssel da hinten in dem nächsten Areal und müssen dann da durch. Ich freue mich. Hallo. Aha. Ein Prescheißen. Aha. Okay. Okay, das geht also nicht. So, hier. Auch nicht. Okay. Dann hier. Dann vielleicht ducken. Dann hier lang. Okay. Hoch. Okay, man muss also über eines der beiden springen. So, dann hier. Zack. Hier drüber springen. Und hier drunter. Fuck you. Okay. Dann. So. Zack. Hier wieder ducken. Hier wieder springen und dann. Ach komm, ey. Hätte ich es fast gehabt. So. Hier. Hier drüber springen. Darunter ducken war's. Doch.
Fick dich doch in den Anus. Hä? Okay. Okay, nochmal. Hier ducken. Hier springen. Hier wieder ducken. Hier wieder springen. Fuck. Tja, wie machen wir es jetzt? Geht mir gerade ganz schön auf die Nerven. Tja, was muss ich jetzt machen? Also mit Durchrennen wird's auch nix. Jetzt dieses letzte Scheißding. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht. Nein, nicht ganz richtig. Okay, warte mal. Nein, nicht ganz richtig. Okay, auch nicht. Moment. Vielleicht ist es auch alles nur Troll. Thank you.
Alter. Wie creepy ist das denn, ey? Aha. Na, sieh mal einer an. Okay. Checkpoint. So. Prima. Boah, mega cool. Also, pff. Alter, ich bin fertig mit den Nerven. Jetzt mal ohne Witz. Alter Falter, ey. Das ist ein Spiel, ich sag's euch, Leute. Alter, dieser Sound, der macht einen fertig. Das ist nicht feierlich. Auch wenn nichts passiert ist, aber trotzdem, Alter. Richtig gruselig, der Sound. Boah. Hoi, hoi, hoi. Auf jeden Fall, ja. Meine Vermutung hat sich bestätigt. Dieses Spiel ist mindestens genauso gut wie Penumbra Necrolog. Also, die Entwickler sind sich ihrem Stil treu geblieben. Und das gefällt mir ziemlich gut. Die Rätsel sind zum Teil manchmal ein bisschen... Man könnte ein bisschen mehr Hinweise bekommen. Ich meine, so ein Ding an der Wand, was total verpixelt ist, das beachtet man einfach nicht. Das hätte man vielleicht besser machen können. Man hätte vielleicht irgendwo eine Note hinlegen können und die Reaktoren nummerieren können und dann Reaktor Nummer 1 hat die Stabilization Rate so und so. Das wäre dann vielleicht ein bisschen, ja, übersichtlicher gewesen und, ja. Aber trotzdem, bis jetzt, ein klasse Spiel. Wirklich, richtig, richtig gut. Kann ich nur empfehlen, also holt's euch auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf habt. Ich bedanke mich aber erstmal fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!